Dayton ist Makabaya. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das macht mir so Nüsse. Ja, sehe ich. Hey, Makabaya. Aha, cool. Hey, seid ihr Zwillinge? Willkommen, Interesse an einer einzigartigen Waren. Heutiges Angebot, morgiges Angebot, weiß. Heute habe ich was ganz Besonderes im Angebot. Eine Fiole Zauberwasser. Willst du. Weiß nicht. Metronom. Was? Achso, er sagte nur, ja, das haben wir morgen im Angebot. Ist also von tagesabhängig. Hey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich es dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich einen Steinknochen. Oh, was sehe ich da? Ein Steinknochen. Alter! Ja, klar. Jetzt haben wir doch von ihm einen Typen in der Naturzone bekommen, wo der nur einmal gegraben hat. Ist Steinknochen so wertvoll? Nee. Komm doch morgen nochmal vorbei, dann hast du vielleicht wieder was für mich. Ja, ich hab's aber hier auch jetzt. Schade, ich kann keine Bahn kaufen. Das Buch von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt. Totong. Ich will Bronze als Hut tragen. Ich auch. Ruhig mit Bronzer. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Sie sind ziemlich wertvoll. Schließlich bekommt man sie nur hier. Hehehe, das ist wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen. Hahaha, aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir rum. Oh, ich kann rein und dahinter geht noch weiter. Dahinter geht noch weiter. Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hoch oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Ach, die nimmt gerade irgendwas auf, ne? Macht hier Fernsehen hier. Jetzt rühre ich rechts. Ich passe auf, dass nichts anbrennt und nichts kleckst. Ja, ist klar. Dann mach das mal. Nein! Ihr! Habe ich euch gefunden. Und geht's hier lang? Kein Versteck. Was ist denn hier? What the fuck? Ohne TM. Jetzt kann man so. Kann ich schubsen? Nee. Hast du schon viele Makamba gefangen? Willst du vielleicht eines gegen mein Bimova tauschen? Habe ich glaube ich nicht. Metallmantel, okay, das ist gut. So. Und TM74 Giftschock. Nice. Ist ja cool. Wie der runterhüpft. So. Inzwischen passen wir nicht, ne? Also ich würde mich da durchquetschen, ja. Och nee. Warum muss dann jede Ecke stehen? Aua, ey. Ich will überlegen. Weil mich der Typ ankotzt. Ja, Naturzone können wir auch immer mal hin. Komm jetzt nicht. Wir machen jetzt Story weiter, komm. Oh, dieser scheiß Hopp, ne? Ey, das ist eine Tür. Dann geh ich jetzt rein. Ah!
Hey, Bukabu! Ich tauge doch nicht, wegen ihm nochmal. Ich will wirklich nicht, dass die uns rufen, nur wegen mir Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer, denn ich bin dumm. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon auswählen? Nein, ich wollte Nein gedrückt. Nein! Nein! Help! Help! Oh, nice Pokémon. Oh nein. Das ist ein falsches Pokémon. Alles, was ich mir will, ist das Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Ja, das ist genau verkehrt. Mal fixen, ne? Eine FIFA-Schwäche gegen den. Bla bla bla. So. Alter. Klar versucht. Wieder eine sehr effektive. Hat doch die Klappe. Warum machst du es denn nicht, du Honk? Bam on Level 1. Also, eine Stufe höher. Folterknecht. Nee, komm. Nee, komm. Nee. Salanga. Hä? Das ist auch neu. Ich weiß aber nicht, welcher Typ der hat. Schon mal. Ich weiß nicht, ob der. Komm, vielleicht versuchen wir einen Surfer. Ein Surfer, komm. Welle. Hopp. Hoppala. Hoppala. Wie groß das Ding ist, ne? Kann der Wasser sein. Okay. Alter, alle wollen hüpfen. Toxel hat er also auch. Toxel ist ja Elektrogift. Also ist. Ich versuch's mal mit ihm. Ah, Mann. Ich wechsle mal. Ich hab nichts sehr Effektives. Finde ich nicht so gut. Was sagst du dazu? Das ist sehr effektiv, darauf werde ich immer. Alter, Klappe. Dann will ich halt wechseln. Nein, wechseln. Oh. Wieder auf Fleck, Leon. Oh nein! Au, Bananen. Genau dann, wenn ich komme. Stimmt ja, das ist ja Elektro, vergesse ich mal wieder, ey. Ah, Mann. Das ist natürlich jetzt normal. Ah, fuck. Aber Sophie hat es nicht abgezogen. Okay. Aber wir müssen gleich nochmal heilen. Der Pokécenter. Kickalo. Ja, kann kommen, ne? Ja, ist ja der.
Stufe zu gewinnen. Kick er los jetzt. Der Feuerstarter. Oh, 33, mein lieber Scheu, er ist aber trainiert, ey. Ah. So. Hatte der nicht Volley und so im Team? Hä, wo ist denn das? Also, der tauscht auch Pokémons aus. Das ist ja krass. Gab's das schon mal? Leon hat ein Level Up, Kranowitz und Inferno Board. Nice. Weiß gar nicht, auf welchem Level Kranowitz sich entwickelt. Ich glaube, nur ein Level, ne? Bin mir nicht sicher. Schon 34. Okay. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das heißt, hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Ja. Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie ihr. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Über dich, nicht über ihn. Ich muss noch mehr herumexperimentieren. Noch viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammen suchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Denn ich bin schwul. Die Jugend von heute. Bei der Arena Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemals sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Nicht von Seider, hey. Hä? Hey? Kommt hier von Seider-Karte her? Als nächstes führt dich den Weg ins Stadion von Pesberg. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Gott. Voll geiler Hintern, ey. Mein lieber Scholli, so richtiges Geschoss, Mensch, ins Kinder. Das muss ich irgendwo hinkotzen. Ach, der. Ich bin stolzer Taxi-Pilot beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir diese Therme hier schenken. Ja, hey. Fliegen! Ah, Fliegen. Ist ja jetzt eine TM, ne? Das erste fliegende Taxi in Galar war ein Kammer. Und die Situation bleibt wieder treu. Also ich muss gleich ein paar Attacken erlernen lassen. Bevor wir da reingehen. Bevor wir überhaupt reingehen. Erstmal heilen. Und das eine kommt weg. Alter. Dieses hessische Pokémon. Das kann ich dann immer wieder umändern, ne? Das ist so dumm, ne? Du kannst das Pokémon immer anders umändern. Nimm ich den Kopf ab oder so, ist voll die Mörder-Scheiße, ey. Wir sind Puppen, die man dann wieder zusammensteckt und dann wieder. Hey, das heißt nicht. Ah, doch. Irritiert mich immer, weil da immer so viel. Normalerweise sieht man alle Icons. Jetzt sieht man das nur, dass das 5 sind. Also, so viel wie man hat. Weißt du, was ich meine? Sonst sah man hier 6. Egal wie viel Pokémon man hatte, man sah mal hier so 6 Blasen oder so, ne? Aber. Da war dann halt immer die leer, die man da, wo keiner ist. Jetzt ist es hier nur die, die wir am Team haben. Können wir die Liga-Karte mal lesen, ne? Können wir auch mal. Wir haben jetzt einige bekommen. Wollte ich denn nochmal? Hier. Gehen wir mal erstmal hier. Ja, ich glaube, die Arena schaffen wir heute nicht. Leider. Ey, da geht's auch noch irgendwo hin. Manche Pokémon leben in den Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichen Orten.
Es sei denn, geht's nicht weiter. Oh, der Würscheinwalz. Der kam in Dings vor, ne? Wie cool das gemacht ist. Guck mal da, die Bärenbäume. Cool. Hat auch gerade ein bisschen Wuckler, ne? Nee, nicht die Idioten. Miss Mary ist einfach die Beste. Oh ja, yeah, glaub es euch. So sieht's aus. Miss Mary macht der Konkurrenzding raus. Hm. Komm, hier. Oh, was ist hier? Oh, okay. Ein Lamelux. Aber der finde ich richtig cool, der Würscheinwald. Das sieht richtig cool aus. Eigentlich ist es ein Nestball, das dann, ne? Aber ich glaube, warte mal. Lass mal das wieder. Weil wir Arena haben und dann muss ich wieder heilen. Das ist ein bisschen blöd. Dann lassen wir es lieber. Aber wir haben das schon mal gesehen. Nicht schlecht. Hier sind auch diese Bärmons, ne? Wie gesagt, wahrscheinlich kann man den auch da bekommen. Aber ja, das kennt man ja auch aus dem Livestream-Trailer. Der ein Tag Livestream, ne? War das? Wo das Galar Ponita angeteasert worden ist. Ich sage mal, liegt da die antike Stätte von Persbeck. Vielleicht entwickelt es sich dann ja ein Gespür für Kunst. Und wo geht's hier lang? Hier geht's hoch. Auch dann denen sich Pokémon, die reduzieren können, nennt man Energiequellen. Steine in der Galarion werden auf solche Energiequellen erbaut. Ui, was für ein cooles Arena-Stadion. Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Boah, fett. Welches Kind hat hier drauf gezeichnet? Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Städte von Persbeck. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Was? Au, das sieht ja voll kacke aus, warte mal. Das ist eine Unterschrift auch noch. Wer hat das gemalt? Weil es ist auch so ein. Vielleicht ist auch ein Easter Egg an den Entwicklern. Das ist ein Kind, von denen das gemalt hat und dann haben die es da eingefügt. Kann auch sein. Ich wollte die Attacken erlernen lassen. Wir sortieren mal. So, fliegen. Kein Kranowitz. Nice. Flucker hat 60, das hat 70, ne? 90 hat es sogar. Und das Blödeste ist eine Runde dann mal ausgesetzt, ne? Also das heißt ausgesetzt. Ja, komm, nimm mal das einfach mal. Ist ja eine gute Attacke, ne? Ah, warum das nicht 100 hat? Keine Ahnung. Hat das früher immer? Gut, dass ich die KP-Zahl sehe. Ich sehe die KP-Zahl nicht mehr rechts. Schaufler kann keiner. Stahlflüge. Kann keiner. Irrlich könnte Dingens. Gucken wir mal. Cannabis, einrollen. Ich tue mir die mal raus. Was ich auch irgendwie nie drauf achte, ist, ob die spezial sind. Das können wir auch mal gucken. Pokémon. Können wir mal gucken. Wo steht denn das nochmal? Feuerfinger.
schläf gern. Wir sind lasch. Was für Bänder überhaupt? Kann man da was machen? Aber... Deine Mitspieler will ich auch, ne? Das ist ein Affe. Nickt oft ein. Wo steht das? Was ist das zäh? Der hat mega Angriff, Alter. Der ist auch gut. Ich weiß es nicht, wo man es sieht. Oder wie das geht. Ich hab's noch nie so richtig verfolgt, dass man genau die Attacke ist, speziell, die ist physisch und so. Das hatte ich noch nie mit am Hut, war. Vielleicht ist es deswegen, dass ich mal verliere. Gegenstoß. Giftschock. Gucken wir mal. So, das. Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. Das ist nicht schlecht. Ja, ich will das glaube ich beibehalten. Lass mal rein, ne? Lass uns fürs Erste. Wir gehen zur Arena. Von mir aus können wir noch diese Arena-Karten noch lesen. Gehen wir schon mal rein. Ah! Hey, ich bin's bei dir. Dein Beute sieht sehr aber schwer aus. Moment, da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier bitte sehr. Ein Leichtball. Ein Schwerball. Hey. Ein Ball, der sich besonders gut geeignet, um Pokémon mit hohem Körpergewicht zu fangen. Mit einem Schwerball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je schwerer es ist. Ein absolutes Muss für Freunde von Pokémon, die einiges auf die Waage bringen. Okay. Die kann man gar nicht gehen. Oh, 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 am Lachen. Am Lachen sind sie, am Lachen. So, die Liederkarten können wir jetzt mal lesen. Album. Da haben wir einige. Ich weiß nicht, wo haben wir aufgehört. Ja, oh, oh. Das hat man, ne? Das hat man auch. Kate. Kates Vater ist Fischer und ihre Mutter arbeitet auf dem Markt. Womöglich durch den Einfluss ihrer Eltern hat sie von klein auf mit Wasserpokémon gespielt und ist mit ihnen groß geworden. Das wohl dazu beigetragen hat, dass sie jetzt endlich eine neue... Ich glaube, das hat man schon mal... Ja, das hat man schon mal gelesen. Rose. Das kennen wir auch schon. Bettys. Ich glaube, den hat man noch nicht. Mit so einem Unterschrift, Alter.
Familiäre Probleme führten dazu, dass Bettys seine Kindheit in einem Heim verlebte. Seine Unfähigkeit, Beziehungen und zu anderen Menschen aufzubauen, brachte es mit sich, dass er ständig in Konflikte geriet. Dies änderte sich mit einem Schlag, als Rose dem Heim einen Besuch abstattete und Bettys einen Pokémon schenkte. Er entdeckte sein Talent als Trainer und wurde rasch stärker. Bei der Arena Challenge hat er, an der er dank eines von Rose höchstpersönlichen ausgeschalteten Empfehlungsbrief teilnimmt, eilt er von Sieg zu Sieg, um die Erwartungen des Liga-Präsidenten nicht zu enttäuschen. Ach so. Kabu. Kabu ist ein Pokémon-Trainer, der aus der hohen Region eingeladen wurde. Er stand schon oft kurz davor, geschämt zu werden, hat die Gelegenheit jedoch immer ganz knapp verpasst. Deswegen tat er eine Zeit lang einfach alles für den Sieg. Dies hatte er jedoch nicht den gewünschten Erfolg und er stieg sogar in die Unterliga ab. Ein fantastisches Duell gegen Delion half ihm schließlich dabei, das Vertrauen in sein Potenzial zurückzugewinnen. Sein Motto lautet: Arbeite dein Leben lang an dir selbst. Cooler Typ, wa? Cooler Typ. Papella. Ach, die. Papella ist eine der ältesten Erinnerungen in der Galar-Region. Sie ist Nachfolgerin ihrer Mutter und verteidigt ihren Posten nun schon seit 70 Jahren. Doch nach eigenem Ermessen ist sie an ihren Grenzen gestoßen und sucht die Zeit, die Händeringen nach einem Nachfolger. Sie gibt an, aus dem Grund so knifflige Rätselfragen zu stellen, weil sie davon überzeugt ist, dass Menschen erst dann ihr wahres Gesicht zeigen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Es gibt jedoch auch Leute, die der Meinung sind, sie tue dies aus reiner Bosheit. Kroi. Die haben auch schon getroffen. Ihm eilt der Ruf voraus, der allerbeste aller Arena von Galar zu sein. Seinem Bestreben, in jeder Lage den Sieg zu erringen, ist es zu verdanken, dass er sein Meister im Umgang mit Wettereffekten ist. Nicht wenige glauben, er könnte sich mit links zum Champ in einer anderen Region ausschwingen. Doch für ihn hat ein Sieg über Delion absolute Priorität. Die Fotos, die Y hochlädt, erfreuen sich großer Beliebtheit, auch wenn darauf oft nicht mehr zu sehen ist als ein Sandsturm. Und jetzt kommt die Arena-Leiter, die wir jetzt antreten. Saida, auch ein hübsches Mädchen. Geht auf jeden Fall klar, oder? Saida wuchs unter den begabten Förderung ihrer Eltern auf und wurde gemeinsam mit ihrem Pokémon hart trainiert. Dank ihrem ausgezeichneten Urteilsvermögen schafft sie es, in jeder noch so brenzligen Lage ruhig zu bleiben. Daher heißt es zwar oft, dass sie ein kühler Mensch sei, aber sie selbst versucht angeblich nur, sich vor dem Gegner keine Blöße zu geben und zeigt ihrem Pokémon in Matches durchaus ihr wahres Gesicht. Sie ist insgeheim verrückt und nach Süßigkeiten. Doch seit ihre Fans das herausgefunden haben, fällt es ihr schwer, Süße zu essen. Dann wird sie fett. Die Frau wird fett. Okay. Ja, das war's für den Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Part. Und ich bin gespannt auf die Prüfung. Ich hoffe, die wird besser als die letzte. Und die fand ich ein bisschen lahm, Ich meine, war eine coole Idee, aber war ein bisschen leicht, fand ich. Naja, haut rein, bis dann. Tschüss.